Es geht hier um nichts Schwieriges. Es geht auch nicht darum, dass man irgendeinem heterosexuellen Paar ein Recht wegnimmt. Es geht aber darum, um einer Gruppe Menschen in unserem Land, die sich das auch nicht ausgesucht haben, homosexuell zu sein, die aber trotzdem in ihrer Liebe und ihrer Verpflichtung ihrem Partner gegenüber auch die Verantwortung so wahrnehmen wollen, wie es auch andere wahrnehmen, dass man die Ehe für diese Leute auch öffnet, dass man die Gleichheit schafft und die soziale Absicherung schafft. Das kann eigentlich nicht zu viel verlangt sein, sehr geehrte Damen und Herren.